Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Gelb in der 8. Arena beim Arenaleiter. Wer bist du, du mysteriöser Typ, den wir überhaupt nicht kennen? Willkommen in meinem geheimen Versteck. Hier wollte ich Team Rocket wieder auferstehen lassen. Du hast mich schon wieder aufgespürt. Ja, weil es auch so unglaublich sicher ist, sich in einer öffentlich zugänglichen Arena zu verstecken. Ja. Ein kleines Haus im Wald wäre unauffälliger gewesen. Also gut, dieses Mal kenne ich keine Gnade. Ich, Giovanni, der größte aller Trainer, fordere Revanche. Oh mein Gott, es ist Giovanni. Wer hätte damit nur gerechnet, dass ausgerechnet er der Arenaleiter sein würde? Oh, Herr Diktri. What the... Ui, oh. Level 50. Ich habe eher so mit 45. Ja, scheiße. Gerechnet. Na gut, du machst Schaufler. Jetzt zeige ich dir den Nachteil von Schaufler. Man kann sich darauf einstellen. Du Opfer. Ja, also... Fliegen und Taucher ist immer so eine Sache, aber Schaufler... Kann man so leicht außer Kraft setzen, das ist echt schon arm. So. Ibita, was ist das? Snobilikat. Da habe ich doch bestimmt auch eine Antwort drauf. Ja, sie nennt sich Relaxo. Spüre die geballte Macht eines Relaxo. Mit Steinhagel und Body Slam. Nehmen wir Body Slam. Oh, ein Megablock. Ich habe vergessen, was Megablock macht. Oh, und das hat Schlitzer. Das ist auch nicht so geil. Genau deswegen. Volltreffer, der sehr viel Schaden macht. Gut, dass es nicht weg ist. Nidoqueen, da wechsle ich auch direkt wieder aus, und zwar auf Kangama. Nidoqueen, Level 53. Scheiß die Wand an. Ja, jedenfalls Erdbeben. Das kleine Problemchen, was wir haben, ist, die Arena-Attacke müsste Geofissur sein. Jetzt weiß ich nicht, ob seine Pokémon die alle auch beherrschen. Falls ja, wäre das ziemlich uncool. Da Geofissur ja auf jeden Fall überhaupt treffen kann, weil wir niedrigeres Level haben als er. Das war doch so, oder? Ich meine, Geofissur konnte nur treffen, wenn das Level des Gegners entweder gleich oder niedriger dem des eigenen ist. Und je nachdem war auch die Wahrscheinlichkeit zu treffen anders. Zumindest war es später so. Kann sein, dass sie das hier noch anders geregelt hatten. Auf jeden Fall Nidoqueen und Nidoking. Damit hat er zwei ziemlich starke Kaliber. Nur schön, dass die beide eine Bodenschwäche haben und wir ein mächtiges Kangama dabei haben, was, wie ich gerade merke, schneller ist als Nidoking. Na gut, Nidoking ist jetzt nicht so die Initiative-Bombe, ne? Also bisher möchte ich sagen, geht der Kampf relativ gut. Jetzt bin ich größenwahnsinnig und versuch's mit Porygon. Rizeros, das, vor dem man wahrscheinlich am meisten Respekt bei ihm haben sollte. Sofern man nicht gerade Eisstrahl parat hat. Ach ja, konnte ich sehen lassen. Ja, das wird allerdings wahrscheinlich ausreichen, oder? Ja, ja. Ach, Porygon ist leider nicht so stabil gebaut, wa? Versuchen wir es mit Blubstrahl. Einfach weil. Weil es radikal ist und radikal ist toll. Ja, der Kampf war hart, aber fair. Du hast gewonnen. Bitte nimm den Erdorden zum Zeichen meiner Anerkennung. Yay, Erdorden. Als Träger des Erdordens werden dir alle Pokémon jeglichen Levels gehorchen. Hätten wir den mal zuerst geholt, ne? Ich meine, er war doch genau in Vertania City. Er stellt den Beweis deines Könnens als Pokémon-Trainer da. Außerdem gewährt er dir jetzt den Zugang zur Pokémon-Liga. Ach, guck mal, hätte ich nur den Erdorden gebraucht, dann wäre das alles wahr geworden. Da kannst du mal sehen. Nimm dieses Geschenk mit in die Pokémon-Liga. TM27, Geofissur. Nein, natürlich nicht. Man braucht trotzdem alle 8 Orden. Man kommt ja auch vorher gar nicht hier rein. TM27 ist Geofissur. Man kann damit einen Pokémon mit nur einem Treffer besiegen. Ich habe sie vor langer Zeit geschaffen, als ich hier noch Arenaleiter war.
Ja, Nachteil von Geofisur-Treffer, Chance beträgt 30%. Und wie ich meine, halt, auch nur, wenn das Level des Gegners gleich oder niedriger dem eigenen ist. Tja, dann würde ich mal sagen, Geofisur brauche ich nicht. Lass mal sehen, wer könnte es denn überhaupt lernen? Und Kangama. Na gut, kaum Rutenschlag brauche ich nicht. Ich bezweifle, dass uns das viel nützen wird. Wie gesagt, müsste Trefferchance von 30 haben und ja. Ah, wobei mir fällt gar was ein. Mit X-Treffer? Okay, passt auf, da will ich jetzt was ausprobieren. Es gibt ja, wir müssen jetzt ja gleich, glaube ich, nochmal gegen Green kämpfen. Wenn wir zur Siegesstraße wollen. Weil der sagt, ey, du bist doch noch gar nicht stark genug dafür. Dann machen wir ihn platt und dann sagt er, scheiß drauf. jedenfalls meine ich, dass das so war. Und ich möchte doch dann im Kampf gegen ihn mal was ausprobieren. Und ja, dafür muss ich nach Prismania City. Ich muss nur das richtige Stockwerk finden. Was verkauft ihr denn hier so? TMs. Und du? Den Standardschrott. Nee, da muss ich dann wohl in ein anderes Stockwerk. Nützliche Items für Trainer. Ach so, genau. Er hat uns Konter geschenkt. Hier ist sonst nichts. Ach doch, stimmt, die Gaming-Abteilung. Sehr gute Sache. So, hier muss es dann aber sein. Oder auch nicht. Nee, hier waren die Entwicklungssteine. Die helfen mir auch nicht. Welches Stockwerk ist das? Ist das hier? Ja, das muss es sein. X-Treffer. Gib mir mal so 20. Das sollte für den Rest des Spiels reichen. So. Ich werde das nicht oft machen, wenn es funktioniert. Das werde ich jetzt einfach zum Spaß nochmal bei Green ausprobieren. Und ja, weiß nicht. Vielleicht, wenn ich echt denke, es wird anders etwas schwer. Nein! Ich bin manchmal ein bisschen sehr schnell mit meinen Fingern. Mio, bitte flieg uns nach Latania. Ich habe keinen Bock zu laufen. Dankeschön. So, Kangama ist vorne, hat Geofisur, perfekt. Level 44. Ja, dann wollen wir doch mal uns auf den Weg machen. Hey, der Typ ist eingesperrt. Haha. So, hier hoch. Und. Ja, aber so weit von. Was, Nils? Was für eine Überraschung. Du bist also auch auf dem Weg zur Pokémon-Liga, oder? Du besitzt auch alle Orden? Das ist cool. Aber nicht bei dir. Nils, ich werde mich für die Pokémon-Liga aufwärmen, indem ich dich besiege. Also, los geht's. Du Flascher hast keine Chance, mich zu besiegen, denn ich cheate. Hardcore. Oh, ein Sandama. So. Item. X-Treffer. Ja, gut, den Schlitzer stecken wir weg. Oh, macht aber viel Damage. Geofisur. Schön. K.O.-Treffer.
Oh, das wird schön. Oh wei. Oh wei? Kein Kokobei? Okay. Geofisur. Ah, die Taktik ist so asozial. Ich weiß nicht, welche K.O.-Attacken gab es alles in der ersten? Es gab noch Guillotine und Hornbohrer, glaube ich. Mit denen geht das genauso gut. Und die, gerade Hornbohrer, kriegt man ja, glaube ich, ein bisschen früher. haben wir, glaube ich, immer mal als TM gehabt. Also, ich muss gerade sagen, ich kann mich nicht beschweren. Aber er hat 6 Pokémon, ne? Das bedeutet, hier machen wir Erdbeben, das reicht ja aus. Aber wobei, er hat, glaube ich, auch einen Taubass, deswegen... Naja. Ist egal. Es ist das erste Mal, dass ich diese X-Items wirklich mal irgendwie nutze. Und, ja, doch, es lohnt sich. Zumindest hier lohnt es sich. Kadabra, oh mein Gott, das wird unglaublich gefährlich für uns werden. Geofisur. Ah, okay. Es ist schneller und es kann auch einen Reflektor raushauen. What? Was soll das denn jetzt? Wieso unversehrt? Ich war mir sicher, dass das jetzt... Oh, komisch. Liegt das jetzt am Reflektor, oder? Nee. Okay, scheinbar hat Geofisur mit X-Treffer doch keine hundertprozentige Chance, sondern nur eine sehr, sehr hohe. Und, oh, Flamara, stimmt. Aber er hat keinen Taubass mehr im Team. Hm. Naja. Flamara, wahrscheinlich immer noch die schwächste Evoli-Entwicklung, die es jemals gab. Trotzdem macht sie mir gerade ein bisschen zu schaffen, weil er mich verbrannt hat. Ansonsten hätte das jetzt gereicht. Naja, gut, dass unser Gegner die Weisheit nicht gerade mit Löffeln gefressen hat. Vollidiot. Ich glaube, ich sollte mich nochmal mit ein paar Items eindecken, bevor ich die Siegesstraße betrete. Mal gucken. Was? Ich war zu unvorsichtig. Nein, du warst zu schlecht. Das war ein gutes Aufwärmtraining. Ich bin gut auf die Pokémon-Liga vorbereitet. Nils, auch wenn du gewonnen hast, musst du mehr trainieren. Ich glaube, du bist dir dessen bewusst. Bis dann. Ja, ich könnte ein bisschen leveln, aber ich habe jetzt die Geofisur X-Treffer-Kombi. Damit bin ich unbesiegbar. Zumindest fast. Oh, wie putzig. Nidoran Level 2. Also ich muss sagen, mir gefiel dieser Kampf. Ich glaube, das ist so tatsächlich eine Technik, das mit dem... Dann glaube ich auch mit Hornbohrer und X-Treffer, die für Speedruns gern genutzt wird, weil man damit ganz, ganz schnell die Kämpfe durchhauen kann. Ansonsten dauert es ja gerne mal ein bisschen länger, die Kämpfe hier zu machen. Wobei ich der Meinung bin, wenn man Speedrun will, braucht man nur einen Glurak. Schlitzer und Flammenwurf. Und schon hat man gewonnen. Decke ich mich jetzt nochmal mit Items irgendwie ein? Ich hab... Oh, gar nicht so viel eigentlich. Ah, muss reichen. Ich habe jetzt keinen Bock, nochmal irgendwo hinzufliegen, nur um mehr Items zu kaufen. Wer sitzt vorne? Kangama. Machen wir Porygon draus. So, schön. Also, Geofisur, doch, ist gar nicht mal so schlecht. Ich bin einfach normalerweise kein Fan der K.O.-Attacken, weil ich mir so denke, naja, die treffen halt so selten, das, was logisch ist. Ich meine, sind so One-Hit-Kill. Aber dann ist irgendwie nicht so der Hammer. Okay. Dann wollen wir doch mal sehen. Hier ist jetzt... Genau. Oh, du trägst den Felsorden. Dann darfst du weitergehen. Du darfst nur passieren, wenn du bereits den Quellorden besitzt. Wunderbar, du trägst den... Ich meine, wunderbar, du trägst den Quellorden. Nun darfst du passieren. Diese vollkommen unnötige Abfrage, jeder Orden einzeln.
Ich mag die Musik. Du darfst doch passieren, wenn du bereits den Donnerorden besitzt. Wunderbar, du trägst den Donnerorden. Du darfst passieren. Yay. Du darfst nur passieren, wenn du bereits den Farborden besitzt. Wunderbar, du trägst den Farborden. Wieso seid ihr alle Professor Eich? Und wieso gibt's hier... Wasser? Und wieso fragt mich jemand im Wasser, ob ich den Orden habe? Du darfst nur passieren, wenn du bereits den Seelenorden besitzt. Wunderbar, du trägst den Seelenorden. Bla, bla, bla. Bla, 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 Sumpforden, bla, bla, bla. Wunderbar, Sumpforden, bla, bla, bla. Das ist unnötig. Gibt's wilde Pokémon? Oh, scheinbar nicht. Echt nicht? Hm. Hier gibt's... Okay, hier gibt's doch wilde Pokémon. Geil. Ein Ibitak, Level 45. Ja, das mache ich jetzt platt. Okay. Oh Gott, nee. Ach, wieso mache ich so wenig Schaden? Porygon, streng dich doch. Oh, warte mal, was bin ich denn blöd? Ich habe Eisstrahl. Okay, Spiegeltrick setzt immer die zuletzt eingesetzte Attacke ein. Das kenne ich auch ein bisschen anders. Hm. Komm, Ibitak. Geh einfach. Ich wollte nur wissen, ob es hier wilde Pokémon gibt. Nicht, dass die mir noch auf den Nerven gehen. So, okay. Finde ich lustig. Du darfst doch passieren, wenn du bereits den Vulkanorden besitzt. Wunderbar, Vulkanorden. Ah, wobei mir fällt ein, dieser Ort hier ist vielleicht zum Trainieren gar nicht so schlecht. Hm. Oder halt die Siegesstraße. Ach, bla bla bla. Erdorden. Wunderbar. Erdorden. Toll. Siegesstraße. Ja, willkommen in der Siegesstraße. Ich werde direkt Topschutz anschmeißen. Die Siegesstraße der ersten Generation ist... what? Zubat auf Level 44. Toll. Muss dringend trainieren. Bis Level 50. Die Siegesstraße der ersten Generation war, glaube ich, ziemlich nervtötend. Da sie vor allen Dingen ständig solche beschissenen... Solche beschissenen Schieberätsel drin hat, denn hier sieht man ein helleres Feld, da kommen wir nicht drüber. Weil, weiß nicht, eine unsichtbare Macht ist blockiert oder sowas, keine Ahnung. Und deshalb muss man jetzt hier diesen Scheißstein nehmen. Und ihn auf einen Schalter schieben, den ich jetzt hier noch nicht sehe, der aber irgendwo hier hinten war. Und ich glaube, sowas haben die öfters hier drin gehabt. Finde ich persönlich ein bisschen nervig, aber gut. So. Jetzt ist die mysteriöse Macht dort vorne weg und wir kommen durch. Und irgendwo hier gibt es auch noch Lavados. Und da oben gibt es erstmal ein Item. Ach ja, das war dieses fiese Item. Jetzt muss man sich entscheiden, welches Item will man haben. Ein Sonderbonbon, ja. Und um das andere zu kriegen, muss man wieder raus und wieder reingehen. Toll. Ist ja überhaupt nicht nutzlos und zeitaufwendig oder so. Ich mag Siegesstraßen allgemein, fand ich immer ein bisschen
nervig. Mal mehr nervig, mal weniger nervig, okay. Aber trotzdem, diese hier finde ich irgendwie echt ätzend. Und die aus der vierten Generation, die war, glaube ich, auch ziemlich ätzend. Hm, naja. Problem ist vor allem, dass es ziemlich lange dauert, diese scheiß Steine durch die Gegend zu schieben. Und da ist ja nicht einfach nur Schiebstein geradeaus, nein, Schiebstein um Ecken rum und überhaupt völlig verwirrt und so. Einfach, weil es Zeit kostet. Ich weiß jetzt leider auch nicht, wie lang die Siegesstraße ist. Ich habe einfach die Hoffnung, dass sie nicht zu lang ist. Weil, wie man sich denken kann, ich habe nicht gerade große Lust dazu, hier Ewigkeiten rumzulaufen. Ich möchte nur Lavados finden, vielleicht ein paar Trainer platt machen, Porygon trainieren und dann ab in die Siegesstraße. Oh, TN43, was ist das denn? Himmelsfeger, ja, nee. Lohnt sich nicht. Nur knapp 2000 Erfahrungspunkte bis zum Level-Up, das sind, sagen wir mal, drei Gegner. Mit anderen Worten, Porygon wird den nächsten ummöbeln, um danach vielleicht noch einen Sonderbonbon zu bekommen. Könnte mir auch die Mühe machen, dass ich jetzt... Der Part für heute ist eh vorbei. Ich könnte mir jetzt überlegen, ob ich vielleicht eine ganz kurze Trainingssession einlege. Nur um alle auf Level 45 zu trainieren. Also Porygon Level 45 und Radikal Level 45. Weil die halt ein minimales bisschen hinterherhinken. Könnte ich machen, damit ich mir halt aussuchen kann, wer vorne ist, ohne dass mich die ganzen wilden Pokémon anspringen. Naja, mal gucken. Das war's jedenfalls erstmal für heute. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Ciao.